Wir spielen zusammen. So, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu Rainbow Six Siege. Mit dabei sind die lieben Jungs vom Zweikampfsofa. Mein Gott, bist du motiviert. So eine Antwort machen wir nie. Wir schlafen immer eher so. Total gut, oder? Ich dachte, ich muss jetzt auch mal ein bisschen Pep in die Sache bringen hier. Voll Pep hier reinbringen hier, genau. Wir sind auch voll die Luschen hier, voll langsam immer. Was machst du denn da? Du hast noch 15 Sekunden. Ja, bleiben Sie ruhig, junger Mann. Schick mir ansonsten eine Spieleinladung. Du schwitzt. Das hilft doch für alles. Also Spieleinladung haben wir schon lange nicht mehr bekommen, ne? Stimmt. Also das muss man mal ein bisschen... Das ist ein Insider, das ist nicht unsere Zuschauer jetzt noch nicht. Das ist ein Insider, weil das ist von Smirk die Lösung für alle alles. Probleme der Welt. Wir können du bist alles krank, ich schicke dir eine Spieleinladung. Hast du Hunger? Den Weltfrieden, ich schicke dir eine Spieleinladung. Genau. Läuft in der Freundin nicht, ich schicke dir eine Spieleinladung. So. Ich habe nie so wirklich gespielt. Es tut mir so leid. Und deswegen dachte ich, nehme ich die doch mal. Also ich habe ein Hämmerchen, wenn wir mal die Tür aufmachen wollen. Ja, besser ist das. Stimmt. Kabumm. Man muss nur wegbleiben, weil... Oh, da ist noch schon einer, der Erste. Hallo? Ich hab ihn. Ja, ich hab ihn nicht gekriegt. Wieso 60 Punkte? War das ein Dicker? War das schon blauer? Oh, war das wäre nice. Dann hätten wir nur noch einen. Weil 60 Punkte sind sonst die Atmer, ja, oder? Ja, stimmt. Aber der leuchtet gar nicht. Ja, ich glaub, da kommt noch einer. Ja. Kommt noch einer. Wo zieh ich denn Punkte? Grad, ja. 25 für mich. Okay, dann ist da noch einer. Ich hab ihn gehört. Das war ein Atmer, du hast recht. Das waren Atma. Das waren zwei Atma. Das sind zwei, die liegen hier alle. Die ruhen sich hier aus. Ja. Egal, wo ich lang gehe, ist ich schon Atma. Nee, das ist kein Atma. Quatsch, bitte. Einmal von irgendwo steht. Von hinter uns. Ja, von hinter uns Atma. Ah! Okay. Oh. Ja. Wow. Ja, okay. Danke, Herr Smirk, du hast auf mich geschossen. Gute Reaktion. Was machen wir eigentlich hier? Klassische Terroristenjagd, ne? Ja. Ich muss ich denke auch. Also. Kurz mal überlegen hier. Beide Atmer weg, ne? Aber dann müssen ja beide Atmer jetzt schon weg sein, ne? Ja. Ja, wenn es so fair aufgeteilt ist. Ach so. Ach, meinst du, die verarschen uns und machen auch mal drei rein? Das wäre geil, oder? So, mit dem Hammer kannst du auch die Holzwand da hinter dem aufmachen und kannst direkt in den Raum rein zum Beispiel. Geradeaus, da so. Hier so? Also, ja. Macht manchmal auch Sinn. Und, Gegner? Ich hatte gerade ein rotes, etwas rotes im Fahnenkreuz. Aber er hat gesagt Kontakt. Also, ah doch, da ist er. Da ist er. Ja, da ist er. Ist weg. Cool. Da ist noch eine Holzwand. Mach mal auf da. Geradeaus. Ja. Mach auf. Ich guck mal rein hier. Oh ja. Ich hab Spaß, ne? Ich dachte ja, meine Granate trifft auch einen von denen, aber MV. Oh, MV krieg ich ja gerade richtig Fresse. Du kriegst Fresse? Ja, also ich hab... Der kriegt Fresse. Aber mein Gott, rannte mir direkt... ins Gesicht gerade ein bisschen bekommen. Der rannte mir direkt in die Schuss. Ich muss jetzt mal ein bisschen im Hintergrund verweilen. Verweilen? Warum? Also, oh, das wird sich von den Tonen von Hells, ne? Ich hab nur noch ganz wenig so und so, ne? Ich würde dich wiederbeleben, du, ich bin ja Kumpel, also... Ja? Okay. Na gut, wenn ich mich darauf verlassen kann, ne? Dann ja, wenn der Blaue nicht kommt und dich gleich ganz in die Luft sprengt, ist alles gut. Oh. Was war das? Da wollte ich eigentlich nur den. Ich wollte eigentlich den Stacheldrahtzaun wegmachen, hab den Boden kaputt gemacht. Bist du durchgefallen? So, uns fehlen noch ein paar. 9, 8. Oh, Treppe. Dann gehen wir doch da weiter runter, das sieht doch gut aus. Unten bin ich. Das klang erstmal vielversprechend gerade. Ich bin im Keller. Du bist im Keller? Mhm. Du hast dich von uns getrennt. Da kommen wir, glaube ich, auch gerade dran. Ja. Ja. Mach das mal. Jetzt. Sind wir hier durchgekommen oder einer von euch oder sind das, die Gegner da lang gegangen? Da, keine Ahnung. Nee. Also wir nicht, wir sind ja durch die große Haustür vorne gekommen. Ja, also hier unten, der Keller ist clear. Hier spielt Musik. Ja, ich singe manchmal auch. Ich hab ein Taschenradio mit. Oh. Hier. Stimmt. Geht's noch weiter oder was? Guck mal her. Ah, jetzt höre ich's auch, ja. Boogie. Verrückt. Ist mir doch nie aufgefallen, um ehrlich zu sein. War das schon immer so? Was jetzt ist es aus. Jetzt ist das Radio kaputt. Wir brauchen nicht weitergehen, das ist alles weg. Wir müssen nach oben. Die bewegen sich doch auch, die Gegner. Ach, hör auf. Mit 7 noch nicht. Also, warum ist die Tür eigentlich kaputt hier? Ja, das. Ah, okay. Habe ich die Frage gerade gestellt? Habe ich ein Déjà-vu? Anscheinend war das wohl keiner von uns dann, ne? Dann gehe ich mal eine Treppe höher hier. Wart ihr hier schon? Ja, hier liegen die gleichen rum, ne? Draußen sind ja keine, oder? Nee, wart ihr schon ganz oben? Wart ihr schon ganz oben? Ich weiß gar nicht, wie hoch ganz oben ist.
Oh, irgendwie von hinter oder von vor mir wird geschossen. Also hier ist so viel Blut. Ich würde sagen, hier wart ihr schon. Oh, da ist ein Kopf. Jetzt kommen sie auf uns zu. Ich würde mal sagen, hier irgendwo. Ich höre schon wieder Musik. Oh shit. Was war das? Ich liege hier so rum. Aber ich sehe auch keinen von euch, ob jemand hier in der Nähe ist. Doch, ich bin hinter dir. Doch. Ich bin hinter dir. Supi. Hallo? Und schon haben wir die Mission auch geschafft. Kannst mal sehen, du. So schnell geht das. Der Docsmirk hat das wieder alles weggerumpelt. Das war ja, ne? Hallo, ich kümmere mich um unser Team, ja? Ich belebe Leute wieder. Du heilst, das ist eigentlich meine Aufgabe, ne? Ich sag mal, souveräne Runde, oder? Souverän. Aber dann, ja. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Andere meinen, sie verstehen was anderes unter dem Wort souverän, aber okay. Nö. Okay, tschüss. Nö.